Ja? Ein Paket für dich. Oh, okay. Her damit. Was haben wir denn hier? Ein Paket von CDU, CSU und SPD. Was da wohl drin ist, schauen wir doch mal rein. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute geht's um ein Paket, genauer gesagt, um das Rentenpaket, das die Bundesregierung beschlossen hat, was dann Anfang 2019 in Kraft treten wird. Es gibt verschiedene Punkte, die hier angesprochen wurden, Verbesserungen, die hier kommen werden. Und wir gehen jetzt mal diese einzelnen Punkte hier durch. Und ich versuche das natürlich auch so zu erklären, dass man es auch versteht, sprich weniger in Politikerdeutsch, auch weniger in Versicherungsdeutsch, sondern in ganz normaler Sprache. Fangen wir an mit dem wahrscheinlich wichtigsten Punkt hier im neuen Rentenpaket, nämlich die Verbesserung für die Mütterrente. Genauer gesagt eine Verbesserung für die Mamas unter euch, die Kinder haben, die vor 1992 geboren worden sind. Denn hier gab es eine Schlechterstellung im Gegensatz zu Mütter, die Kinder haben, die nach 1992 geboren worden sind. Und das soll jetzt ein bisschen ausgeglichen werden. Und deshalb gibt es jetzt pro Kind, das vor 1992 geboren worden ist, einen halben Rentenpunkt on top. Heißt, wenn du zwei Kinder hast, die vor 1992 geboren worden sind, dann kriegst du einen vollen Rentenpunkt hier jetzt noch mit obendrauf. Mal als Bezugsgröße, wie viel ist ein Rentenpunkt im Moment wert? Im Westen ist ein Rentenpunkt im Moment 32,03 € wert, im Osten 30,69 €, dass man hier mal eine Bezugsgröße hat. Das ist die Verbesserung, die für die Mütterrente kommen wird. Und genauer gesagt wird das 7 Millionen Mütter circa hier in Deutschland betreffen. Und deshalb wird das auch der größte Kostenteil dieses Rentenpaketes ausmachen. Kommen wir direkt zum zweiten Punkt, beziehungsweise der zweiten Verbesserung durch das Rentenpaket, und zwar die Erwerbsminderungsrente. Was genau die Erwerbsminderungsrente vom Staat ist, das kannst du dir in meinen Videos dazu anschauen. Da habe ich das, denke ich, ganz ausführlich erklärt. Was ist jetzt hier an Verbesserung in 2019 angedacht? Und zwar ist es so, dass bisher diese Erwerbsminderungsrente so berechnet wurde, als hättest du bis zum 62. Lebensjahr eingezahlt in die gesetzliche Rentenversicherung. Was hier aber komplett der Käse ist, weil wir arbeiten ja aktuell schon mal mindestens bis 67. Das heißt, diese Berechnungsgrundlage hat eigentlich gar nicht mehr gepasst. Und das soll jetzt eben geändert werden, sodass hier als Berechnungsgrundlage hergenommen wird, dass quasi angenommen wird, du hättest bis zum 67. Lebensjahr oder dann zukünftig dem aktuellen Renteneintrittsalter eingezahlt. Und das hat natürlich einen positiven Effekt auf die Höhe der Erwerbsminderungsrente. Hier aber vielleicht auch nochmal der Hinweis drauf, das ist keine adäquate Absicherung, die wirklich ausreichen wird, solltest du mal davon betroffen sein. Hier empfehle ich dir einfach mal mein Video dazu anzuschauen. Kommen wir zum nächsten Punkt, einem Dauerdiskussionspunkt, nämlich das Rentenniveau in Deutschland. Das soll jetzt stabilisiert werden, und zwar soll das Rentenniveau bei 48% stabilisiert werden. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, von deinem aktuellen Bruttolohn, ja, hast du später mal halt noch 48%. Das einfach mal so ungefähr als Richtgröße. Und das soll eben gehalten werden, und der Beitragssatz soll bis 2025 auch nicht die 20% Marke knacken. Aktuell sind wir ja bei 18,6% und bis maximal 20% soll er hier steigen. Eine Stabilisierung des Rentenniveaus. Das hört sich jetzt erstmal alles relativ positiv an. Dazu möchte ich dann am Ende des Videos aber nochmal ein ganz kurzes Fazit geben. Der nächste Punkt im Rentenpaket betrifft die sogenannten Midi-Jobber, Midi-Jobber, Geringverdiener. Und zwar war es bisher so, oder ist es jetzt im Moment auch noch so, dass man ab 850 € monatlichem Verdienst hier die vollen Sozialversicherungsbeiträge zahlen musste. Das wird jetzt dann geändert ab 2019. Die Grenze wird angehoben auf 1.300 €. Das ist natürlich dann im Umkehrschluss eine Entlastung für die Geringverdiener. Und mit dazu kommt noch eine Regelung, die besagt, wenn man hier mindestens 35 Jahre an Beitragsjahren hatte, wo man hier eingezahlt hat, dann soll man später mal in der Rente mal mindestens eine Rente bekommen, die 10% über
der Grundsicherung liegt. Das wird hier eben auch festgelegt und ist vor allem eben für die Geringverdiener, denke ich, eine ganz entscheidende und wichtige neue Änderung. Und ein letzter Punkt, der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wird gesenkt. Und zwar um 0,5% von 3% auf 2,5%. Das ist natürlich eine feine Sache, weil das bedeutet einfach wiederum weniger Beiträge, die man hier zahlen muss. Sprich, vom Brutto bleiben dir mehr netto auf dem Konto, auch wenn es nur 0,5% sind. Das ist natürlich eine feine Sache. Und jetzt gibt es mein Fazit zu diesen ganzen Änderungen hier noch schnell mit dazu. Mein Fazit zu dem neuen Rentenpaket von CDU, CSU und SPD ist relativ simpel. Da sind ein paar Änderungen mit dabei, die sind gut. Die waren auch schon längst überfällig gewesen. Da fragt man sich immer, warum hat das jetzt so lange gedauert? Mein großes Manko, das ich hier ja zu beanstanden habe, ist eben das Rentenniveau, die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist jetzt ein bisschen ja, kurzfristig halt gedacht bis 2025, dass das stabil gehalten wird. Was man hier nicht vergessen darf, ist, wir reden von einem Rentenniveau von 48%. Das ist im europäischen Vergleich lächerlich gering. Ja, 48% von dem, was du vorher verdient hast, da wird sich keiner freuen und sagen, geil, da freue ich mich drauf. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet einfach für dich, die Politik wird das für dich nicht lösen. Das ist Fakt, das ist klar, das muss dir klar sein. Also wenn du das noch nicht akzeptiert hast, dann wird es Zeit. Im Umkehrschluss bedeutet das ganz einfach, dass hier Eigenverantwortung gefragt ist für dich. Das heißt, du musst selbst dich darum kümmern, dass du den Rest, die anderen 52%, irgendwie, ja, vielleicht auf die Reihe bekommst über, ja, eine clevere Altersvorsorge. Das können vorgebundene Rentenversicherungen machen, ja, die Sinn machen. Das können Mieteinnahmen sein, das kann passives Einkommen aus anderen Einkommensquellen sein. Wie auch immer du das machst, ist in erster Linie erstmal egal. Wichtig ist, dass du es machst und dass du es mit Plan machst. Und dabei zum Beispiel schon mal ein guter Ansatzpunkt herauszufinden, wie hoch denn deine eigentliche Rentenlücke ist. Da kommt nächste Woche ein Video dazu, wie du deine Rentenlücke ganz einfach selbst berechnen kannst. Für alle, die nicht auf dieses Video warten können, hier unten ist schon mal der Link zum Rentenlückenrechner und ihr könnt euch hier schon mal ein bisschen austoben. Das war's von mir gewesen für dieses Video. Lass noch ein Abo da für den Kanal, wenn du weiteres Versicherungswissen nicht mehr verpassen möchtest. Und lass dem Video natürlich auch noch einen Daumen hoch da, wenn dir der Inhalt gefallen hat. Das war's von mir. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Servus und mach's gut.